Der erste Martinsmarkt im Kloster St. Klaren lud am letzten Wochenende alle neugierigen Besucher hinter die historischen Mauern ein. So konnten die Gäste bereits etwas Adventsstimmung spüren. Für den kleinen Eintrittspreis von 2 Euro bekam der Besucher eine kleine Schatulle mit 2 leckeren Pralinen der Schokoladenmanufaktur Agenda überreicht. Bereits auf dem Vorhof gab es zahlreiche Kunsthandwerkerstände mit allerlei weihnachtlichen Motiven und viele nutzten schon mal die Gelegenheit, vor der Eröffnung der vielen Weihnachtsmärkte mit der Jagd nach kleinen Geschenken. Sabine, was ich jetzt hier vor mir sehe, reine Handarbeit, und das heißt, es ist alles aus deinen Händen entstanden. Ja, ich mache das in meiner Freizeit und gebe auch Kurse abends. Wie lange hast du, oder seit wann machst du das eigentlich? Wann hast du das entdeckt für dich? Ich habe das eigentlich schon in der 8. Klasse entdeckt. Da war ich noch im Pionierhaus bei Rudi Tischinski. Der hatte mich angesprochen: Kleine, wollen wir ein bisschen Keramik machen? Kommst du mit in unseren Kurs? Da habe ich erst noch gefragt, was ist denn das? Und seitdem konnte ich nicht mehr loslassen. Und jetzt machst du es wieder sehr intensiv? Also ich mache das für mich, wenn ich jetzt mal solche Märkte mache, und gebe auch Kurse für welche, die sich dafür interessieren. Und das kommt ganz gut an. Die sind gut besucht. Zum Entspannen sehr schön. Und da wünsche ich dir ja weiterhin viele kreative Ideen und für die Zukunft alles Gute, Sabine. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Zu einem Martinsmarkt gehören natürlich auch die Martinsgänse. Diese Exemplare hier hatten Glück und machten keineswegs die Bekanntschaft eines Küchenherdes. Sie blieben jedenfalls an diesem Wochenende davon verschont. Naja, in gut 4 Wochen ist Weihnachten. Und ob alle hier Auguste heißen? Auch im Inneren des Klosters fanden die Gäste zahlreiche verschiedene Stände mit diversen Angeboten, die einfach mit Handgemachtes betitelt werden konnte. Sie stehen hier an einem ganz bezaubernden Stand, oder sagen wir so, der Stand ist nicht bezaubert. Die Stücke, die Sie hier haben, die Sie hier ausstellen oder zum Kauf ja stehen, ganz bezaubernd. Wir haben uns ja gerade unterhalten, es sind ja aus Ihren Händen. Und Sie haben alles selbst hier gefertigt. Ja, wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit Keramik. Wir haben schon bei der Volkshochschule unsere Grundkenntnisse erworben. Und Werner Krause und ich, wir machen hier so als Hobby in unserem Keller viele kleine schöne Sachen, meistens als Geschenke für unsere Freunde. Aber wir machen auch schon mehrere Jahre bei den Weihnachtsmärkten mit. Und beim ersten Mal Martinsmarkt hat uns natürlich Frau Schmuck gefragt. Und wir waren gleich dabei und haben gesagt, jawohl, da können wir uns einbringen, weil es einfach auch was Schönes ist fürs Auge und eigentlich auch für kleinen Preis, sodass jeder hier was Kleines finden kann. Die Liebe zum Handwerk und zum Detail zeichnete den Martinsmarkt aus. Eben ein kleiner, aber feiner Kunsthandwerkermarkt am Beginn der bevorstehenden Weihnachtszeit. Ja, ich hoffe einfach mal, dass viele das finden, weil das sind Angebote, die hat man sonst nicht. Also das weicht schon deutlich ab von dem 0815 Standardangebot. Ja, und ich sage immer, Kunst kommt von Können, und das sieht man natürlich auch hier. Das ist schon Handwerkskunst. Wir sind froh, dass wir sie hier haben. Die Adventszeit, auch eine Zeit der Besinnung und der Ruhe. So sollte es jedenfalls sein. Und dabei kann man ja auch ein gutes Buch lesen. Frau Dr. Karin Opitz, ehemalige Pressesprecherin der Stadt Weißenfels, hat sich vom Schreiben diverser Pressemitteilungen auf das Schreiben von Büchern verlagert. Ich veröffentliche bei einem kleinen Verlag in der Nähe von Leipzig und erforsche Geschichten aus der Heimat. Also von Sachsen-Anhalt, von Weißenfels, gibt es also 2 Bücher, und eins hat ganz viele Geschichten über Weißenfels, auch mit Illustration. Und ich freue mich über das Interesse, das die Weißenfelser haben. Ich habe von dem Buch gehört, hatte es noch nicht gekannt, wusste aber aus einer Rezession, dass das wohl
Ja, das war dort eine Kritik, die uns natürlich, sagen wir mal, gefällt. Das Buch ist weißenfelslastig, ja, soll es auch so sein, insofern passt das. Und da ist er genauso wie viele andere, die im Ehrenamt oder im Ruhestand unterwegs sind und sich für die Stadt engagieren, gehört das Dankeschön dazu und bei mir war es einfach die Neugier. Ja, Sie halten gerade das neueste Exemplar, sagen wir so mal, in der Hand. Was finde ich drin? Ja, da Kreuz und quer durch Sachsen ist jetzt im Januar erschienen. Und mein Prinzip ist vor allen Dingen, Orte aufzuspüren, die nicht in aller Munde sind, die klein, auf den ersten Blick unscheinbar sind, aber es doch verdient haben, ins Bewusstsein gerückt zu werden. Und wenn man genau hinguckt, kann man da sehr viel Schönes entdecken. Bei der Recherche, die diesmal ein paar Jahre gedauert hat, habe ich zum Beispiel gemerkt, wie schnell sich manche Gegenden, manche kleinen Dörfer schon in 2-3 Jahren verändern können. Zum Beispiel das Dorf Kössern bei Grimma. Und das ist ein großes Glücksgefühl, wenn man sieht, wie sich so ein Ort mausert. Neben den kleinen literarischen Schmuckstücken entdeckten wir auch eine Frau, die liebevoll Blütenbilder gestaltet. Also bei Ihrer Tätigkeit braucht man viel Fingerspitzengefühl und viel Geduld. Seit wann gestalten Sie denn so Glückwunsch, also was ist das, doch Glückwunschkarten oder? Seit 10 Jahren mache ich das. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe Gebrauchswerber gelernt und habe dann in einem Betrieb gearbeitet, wo Pflanzenbilder hergestellt wurden. Der wurde zur Wende sofort geschlossen und ich konnte aber nie aufhören. Ich musste immer wieder weitermachen. Ich habe immer wieder gesammelt, gepresst, getrocknet, bis ich das dann hauptberuflich gemacht habe. Das, was Sie jetzt gestalten, oder muss ja erstmal getrocknet werden? Also Sie sammeln und erklären Sie uns ganz einfach, damit das am Ende herauskommt. Bei schönem Wetter bin ich immer unterwegs. Ich bin im Wald, Feld, Wiese, Bahndamm, Straßenrand und Garten. Da sammle ich Sauerampfer, Steinklee, da sammle ich Vergissmeinnicht, Blumen aller Art, alles, was man pressen kann. Und dann gestalte ich am liebsten die Mädchengesichter. Die sind so freundlich, so liebvoll. Ja, das ist was für die Seele. Ja, jetzt frage ich mal, kann man es in Zeit überhaupt ausmachen? Wie lange braucht man für sowas? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt darauf an, was man für Material hat. Es wächst nicht jedes Jahr alles. Man muss dann gucken, wo was ist und was man holen kann. Und mit der Zeit kriegt man natürlich Routine, das geht schneller, aber es ist halt eine feine Handarbeit und das kann man nie in Serie machen oder so. Das ist immer was Besonderes. Das ist immer ein Unikat, das Ganze. Und man sieht, das Interesse ist riesig hier, ne? Die Leute freuen sich sehr drüber. Ich war schon zur Bundesgartenschau, zur Landesgartenschau. Kommt ganz gut an. Also ich bin sehr glücklich, dass sich die Leute so drüber freuen. Einen Hauch Adventsstimmung gab es für die Besucher dann bei Albert Berghold aus Chemnitz. Hier staunte man nicht schlecht bei dem Anblick der diversen Schnitzereien. Alles handgefertigte kleine Kunstwerke. Jetzt sehe ich hier so ein ganz tolles Stück hier. Sie ist die vierte schon, die Spalte. Aber der geht Herzblut, die brauchen schon, ob ich sie verkaufe. Jetzt habe ich noch nie gesagt. Der geht nämlich bei Herzblut fort. Ob ich nochmal sowas baue, weiß ich nicht. Das ist ein Zeitaufwand. Das hätte ich jetzt gefragt, weil wenn man hier das bis ins kleinste Detail sich anschaut. Du hast das ganze Erzgebirge drauf gebaut, ne? Richtig. Richtig. Es gibt noch schönere, aber ich meine, man muss ja beim Raum bleiben. Ne? So, ich bin ja kein UK-Holzbildhauer, ich bin billiger Schnitzer. Aber so. Also wirklich toll. Wie lange, wie viel Zeit brauchen Sie oder wie viel Zeit nimmt es in Anspruch? Sowas. Ja, es sind schon ein paar Stunden. Das muss erstmal ausgesägt werden, ganz grob auf der Bandsäge. Ne, die Martins kennen sie auch. Dann wird es geschnitzt, so eine ganz dauert ungefähr. Mit Aussägen, öffnen, Aussägen, ungefähr eine Dreiviertelstunde, so eine ganz. Drei Stück haben wir. Der Martin da hier, der Klostermensch, der dauert auch so an die 3 Stunden, und das Zusammenbauen und dann das Relief hier hinten, das ist mit Zeit, fand ich. Das glaube ich. Ja, darum frage ich, ja. Ne? Also da hätte ich schon noch wesentlich mehr Zeit gedacht. Das sieht überhaupt aus. Es hängt auch mit Holz zusammen. Linde ist nicht immer gleich Linde, ne? Es gibt Linde, da macht man das Eisen kaputt. Die geht schwierig zu arbeiten. Es gibt auch Linde, da geht es wunderbar wie Butter rein. Ob Schnitzereien,
Blütenbilder oder wie hier Strickkunst aus vergangenen Zeiten. Sie alle belebten die geschichtsträchtigen Gemäuer in Weißenfels. Stricken ist eine Kunst, die zur Winterzeit einfach dazugehört. Doch was ist Nadelbinden? Nadelbinden ist eine jahrtausendealte Handarbeitstechnik, die ihre Ursprünge schon in der Steinzeit hat. In der Steinzeit begannen die Menschen ja mit der Tierhaltung, wurden sesshaft. Und nachdem erst die Felle von den Schafen verwendet wurden, wurde dann irgendwann auch die Wolle verwendet. Und das Nadelbinden speziell ist eine Nähtechnik, bei der mit einer großen Nadel die Wolle mit sich selber, der Faden mit sich selber vernäht wird. Es entsteht ein Schlingengeflecht, was ich hier gerade mache, werden speziell ein paar Socken. Es entsteht ein Schlingengeflecht, was einerseits sehr haltbar ist, sehr stabil ist, auch stabiler als Stricken, weil es entstehen im Prinzip lockere Knoten, die bei einem Schaden dann auch mal festgezogen werden können. Es gibt ganz unterschiedliche Varianten des Nadelbindens, je nachdem in welcher Ecke es gearbeitet wurde. Man vermutet, dass im Prinzip so viele Orte wie gewesen sind, so viele verschiedene Stiche hat es auch gegeben. Also das, was ich gerade mache, ist der sogenannte Oslo-Stich. Der wurde in der Nähe von Oslo bei einer Ausgrabung entdeckt. Es war speziell ein Handschuh aus dem 4. Jahrhundert stammend, aber wie gesagt, die Technik ist um einiges älter. Und meine Passion ist halt, diese alte Technik zu erhalten, weiterzugeben und vor dem Aussterben zu bewahren. So gab es für die Gäste an beiden Tagen viel zu entdecken und zu erfahren. Der Martinsmarkt in Kloster St. Klaren hat bereits bei seiner Premiere gezeigt, dass er das Zeug zur Neuauflage im nächsten Jahr hat. Wir würden uns freuen.